Nicht jeder Mensch, der hier lebt, liebt und arbeitet, darf auch wählen. Das ist ein großes Demokratiedefizit. Wer keinen deutschen Pass hat, bleibt außen vor. Das betrifft 10% der Menschen in Deutschland. Die Linke möchte ein Wahlrecht für alle EinwohnerInnen und eine leichtere Einbürgerung. Das kann nur im Bundestag geändert werden. Doch dort blockiert es die Bundesregierung. Um das Problem in Hessen zumindest ein bisschen abzuschwächen, gibt es hier Ausländerbeiräte, Städten mit mehr als 1000 ausländischen EinwohnerInnen. Leider haben die Beiräte wenig Beteiligungsmöglichkeiten, denn sie können selber keine Anträge an die Gemeindeversammlung stellen, ihre Mitglieder dürfen in den meisten Kommunalparlamenten auch keine Reden halten und abstimmen dürfen sie schon gar nicht. Sie werden nur bei Themen befragt, die Ausländer betreffen. Was das heißt, ist unklar. Denn die Streichung einer Buslinie betrifft sie genauso wie Deutsche. Wegen dieser geringen Macht gibt es oft Probleme, genug BewerberInnen zu finden. Auch die Wahlbeteiligung nimmt immer weiter ab. Die schwarz-grüne Landesregierung will sie deshalb durch Integrationskommissionen ersetzen. Doch das verschlechtert die Lage nur weiter. Waren bislang alle Beiratsmitglieder Migrantinnen, soll es jetzt nur noch die Hälfte sein. Die andere Hälfte sind Mitglieder der Gemeindevertretung. Auch die Direktwahl durch alle ausländischen EinwohnerInnen soll abgeschafft werden. Stattdessen wird die migrantische Hälfte durch die Gemeindeversammlung gewählt. Auf Vorschlag der migrantischen Interessenvertretung im Ort. Außerdem wären die neuen Integrationskommissionen nicht mehr unabhängig, sondern unterstehen den Gemeindevorständen, die ihnen Weisungen geben können. Und sie sollen nicht mehr öffentlich tagen. Eine wirkliche Interessenvertretung sieht anders aus. Deshalb ist die Linke, wie auch die Ausländerbeiräte und Wohlfahrtsverbände, gegen die Reform. Wir haben deshalb einen eigenen Gesetzentwurf für eine Stärkung der Ausländerbeiräte eingebracht. Sie sollen mehr Geldmittel sowie Rede- und Antragsrecht zu allen Themen in der Gemeindeversammlung bekommen. Das wäre eine wirkliche Stärkung der Mitbestimmung und ein Schritt in Richtung echter Teilhabe.